Das Frühlingskonzert der Musikschule Laxenburg-Biedermannsdorf ist eine äußerst beliebte Tradition, wie der volle Saal im Kaiserbahnhof bestätigte. Man sieht ja im Hintergrund, wird es schon eifrig geprobt. Was wartet denn die Besucher heute Abend? Es wartet wie immer ein buntes Programm auf die Zuhörer. Vom Kinderchor beginnend, über Volksmusik, über das große Musikschulorchester. Zum Schluss natürlich Jazzband, Rockband, diverse Vokalensembles und vieles mehr noch. Wie viele Musiker werden da heute Abend auf der Bühne stehen? Es werden heute ca. über 100 Mitwirkende insgesamt auf der Bühne sein. Wie schwierig ist es denn, ein so großes Konzert zu organisieren? Durch die tolle Mithilfe meiner Kolleginnen und Kollegen ist es nicht so schwierig, wie es aussieht, aber es ist trotzdem noch einiges an Arbeit zu erledigen, immer wieder für dieses Konzert an Organisation. Man sieht im Hintergrund, der Raum füllt sich. Das Konzert ist ja durchaus sehr beliebt in Laxenburg, oder? Ja, es ist unglaublich beliebt. Unsere Musikschule ist generell sehr beliebt, hat sehr viele Schüler. Die nehmen natürlich ihre Eltern mit und es wird heute ein ganz toller Abend, ein tolles Konzert werden. Was erwartet denn die Besucher heute Abend hier im Kaiserbahnhof? Ja, also wir hoffen natürlich auf ein fulminantes Konzert. Jedes Jahr im Frühjahr bei uns im Kaiserbahnhof die Musikschule zu Gast und es wird sicher fantastisch. Ich habe schon bei den Proben zugehört. Also ich kann nur sagen, mir rennt jetzt noch die Gänsehaut. Ich habe ein Lied gehört, was mir persönlich sehr gut gefällt. Also da können wir uns überraschen lassen. Welches Lied war das denn? Können Sie das schon verraten? Ja, Lady Gaga, Cello. Wie ist es denn hier im Kaiserbahnhof Laxenburg zu spielen? Ja, es ist sehr angenehm zu spielen. Es freut uns sehr, dass wir immer wieder zu Gast sein dürfen. Kostenlos muss ich dazu noch sagen, dass die Gemeinde uns hier gestattet, dieses Konzert durchzuführen. Das freut uns besonders. Das Konzert hat eine sehr lange Tradition. Ja, es besteht eigentlich, glaube ich, seit der Gründung der Musikschule, seit knapp 30 Jahren gibt es sicherlich das Frühlingskonzert und im Herbst das Herbstkonzert in Biedermannsdorf immer. Können Sie uns da generell ein bisschen mehr über die Musikschule erzählen? Was macht die aus? Die Musikschule macht aus die hervorragende Qualität unserer Lehrerinnen und Lehrer. Wir sind immer wieder erfolgreich bei Prima La Musica bzw. bei diversen anderen Wettbewerben, weil wirklich bei uns geachtet wird auf höchste Anforderungen bei der Anstellung der Lehrerinnen und Lehrer. Und das gibt uns recht und man sieht den Erfolg, der immer wieder bei den Konzerten dann rauskommt. Und wenn wir heute um die 500 Kinder bzw. Erwachsene haben, die unseren Musikschulunterricht besuchen, dann zeigt das bei insgesamt ca. 6.000 Einwohnern von Laxenburg und Biedermannsdorf die hohe Nachfrage und die Wichtigkeit des Angebots. Wenn alle Mitwirkenden und die Zuschauer mit einem lachenden Gesicht hinausgehen, dann bin ich auch zufrieden.